Uhr. Komm, gib mir Rosen. Wie komme ich denn jetzt daran vorbei? Das? Ja, natürlich. Die macht mir Angst. Das ist total geil. Ich weiß jetzt auch, woher die ganzen Ruckler, die manchmal hier kommen, herkommen. Und zwar sind das einfach nur Ladezeiten. Das ist mir gerade aufgefallen, denn im Hintergrund wird dann immer was geladen. Also passiert das häufig mal, wenn meine Festplatte etwas mehr in Anspruch ist oder mein CPU durch die Aufnahme. Was natürlich klar ist. So. Erstmal zertrampfen. Und dann hallo! Kann ich in die Ego-Perspektive gehen? Nein, schade. So. Gut. So, dann X. Ah, so richtig schön lecker. Komm, gib mir das Herz der Königin und zerstampfe es, damit die anderen Sachen nicht mehr durchblutet werden. Ich bin da irgendwie, meine ich, andere Ansicht, oder? Ich bin mir jetzt da nicht sicher, ob ihr derselben Ansicht seid, aber ich bin der Ansicht, das ist... Hallo! Sinn macht, weiterzulaufen. Aua. Huahaha. Aua. So. Die Tentakel ausreißen. So. Und jetzt. Mir den Turm. Hallo? Und das Herz. Nein. Ich werde alles auf meinem Weg zermalmen. Ich kann leider nur stampfen und schlagen. Schade. Das wäre doch noch so überkrass geil, wenn man sich jetzt teleportieren könnte. Oder sowas. Nein. Hatte die gerade Iris, eine Iris wie ein Herz?
Oh mein Gott, wie geil. Okay. Hallo? Es gibt keinen Grund weiterzumachen. Doch, den gibt es. Du musst sterben. Und da gibt es den Vernicht. Da haben wir noch eine Erinnerung. Seine Hand war schleimig, Alice. Wie ein Alas der Isis. Und erst der Name. Bambi. Wenn er jemals seinen Abschluss schafft, muss ich seine Abendvisite noch sehr verbessern. Warte mal. Aua. Hat der Bambi ihre Schwester angemacht? Habe ich das gerade richtig verstanden? Und sie hat ihn abblitzen lassen. Gut, kann ich das irgendwie einfach zerstören? Ja. Das ist irgendwie ziemlich... ziemlich... Halt mal, dahin muss ich schießen. Ach. Ja. Also der Bambi hat ihre Schwester angemacht. Oh. Und sie hat, also ich glaube Liz hieß sie, hat ihn abblitzen lassen. Das kann sein, dass er... Hallo? Ich hätte gerne, dass du das machst. Dass er an dem ganzen Zeug schuld ist. Das wäre natürlich... richtig... scheiße. Oder richtig die Höhe. Ja, es ist, die Kämpfe sind jetzt etwas außen vor, da ich schon alles auf dem Maximum habe. So. Was war das? Weg mit dir. Und du auch. Boah, verdammt ist das ekelhaft. Na? Natürlich! Kann man nicht einfach mal laufen, ohne runterzufallen? Verdammt nochmal, Alice. Du musst noch viel lernen. Falsche Taste. Ich kann nicht schneller laufen. Ach ja, ich muss mich ja der Königin nähern. Ich hatte jemand anderen erwartet. Du kennst deinen eigenen Geist nicht. Mein Geist erscheint mir fast wie ein Fremder.
was du behauptest, nicht zu wissen. Das ist doch auch Alice. Du hast deine vagabundierenden Erinnerungen zurück. Was hast du damit vor? Einst hast du meinen Griff nach der Macht unterbunden. Mit Gewalt. Aber nun gestattest du es jemand anderem, meinen Platz einzunehmen. Ich werde dich bestimmt nicht vermissen. Du ziehst den heißen, stinkenden Atem und die unerbittliche Aufmerksamkeit eines mächtigen, vernunftlosen, gefühlskalten Radau-Ruders vor? Das bezweifle ich. Hast du mehr für mich als eine Warnung? Die Raupe sagte, du könntest mir helfen. Dafür bräuchte es ein attraktiveres Angebot als das momentan. Aber sonst sind wir alle verloren. Nicht verloren. Vergessen. Ich mag hier überleben, aber mit dir ist es aus. Du verstehst das Muster der Zerstörung, das Fazit. Der Zug versucht, alle Bilder deiner Vergangenheit zu zerstören, vor allem das Feuer. Nun, wen sollte das nützen? Wer profitiert von deinem Wahnsinn? Die Zerstörung des Wunderlands ist auch meine Zerstörung? In der Tat. Ich habe ihn aufs Gleis gesetzt. Ich kann ihn stoppen. Das ist gut für mich. Ich bin nicht verrückt. Ich habe meine Familie nicht getötet. Ich bin gesund. Ich bin nicht wahnsinnig. Ich bin unschuldig. Nicht schuldig. Was passiert hier? Was tust du? Der Zug muss gestoppt werden. Aber es gibt mehr zu tun. Dein Blick verdeckt deine Tragödie. Die ganze Wahrheit, die du angeblich musst, klammert die Angst, weil du die Augen vor dem verschließt, was dich im Weg liegt. Dieser Wahnsinn hat keine Methode. Meine fachliche Meinung? Wahnsinn ist durchaus heilbar. Wenngleich vielleicht nicht in diesem Fall. Der Obrigkeit muss man gehorchen, oder man muss sie stürzen. Hart aber gering. Das ist so meine Methode. Aber sie ist verrückt wie ein Hutmacher, die arme Kleine. Das Schlimmste ist vorüber und rüber und rüber. Vergiss es, Alice. Vergiss es. Okay. Kann Realität und Illusion nicht unterscheiden. Denk an deine letzte Reise. Ein Elefant vergisst niemals, wo er seinen Rüssel gelassen hat. Zugreisen nur mit kleinem Gepäck. Niemals größer als dein Kopf. Ich mag mich irren, euer Gnaden, aber ich bezweifle es. Hinab den Pfad des prähistorischen Schleims. Und dann nochmal zur In Seite. In der Tat, Doktor, das war geboten, ganz sicher. Ich würde sagen, es ist sehr heiß hier drin. Ich meine, vernebelt. Und sie hilft nicht mit. Oh nein, nein, ganz und gar nicht. Was für eine Blamage. Ich befürworte deine Entlassung und schon stehst du wieder vor der Tür. Mein Ruf ist ruiniert, Leute reden, Alice. Ich bin ein Gewohnheitstier. Knochen vergraben. Gemerkt? Loyalität. Du darfst niemals von zu Hause weglaufen. Platz, Alice. Sitz. Oh mein Gott. Das war also Dr. Bambi. Warte mal. Ich kann mit dem Kopf gegen die Wand laufen. Doing. 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 Wie geil. Das ist eine ja. Ja, das ist eine Psycho-Anstalt. Das ist... sehr... Wenn das nicht, du weißt schon, wer aus der Idiotenabteilung ist. Jo, das ist Alice, Onkels prämierte Irre. Diese Instrumente sind grauenerregend.
Aber ein Loch im Kopf schafft mehr Platz für die Sorgen. Genau das Richtige für deinen Stein des Wahnsinns. Wahrscheinlich auch für Krampfanfälle. Du musst sie genauso satt haben wie ich dein Gejammer darüber. Ich komme gerade darauf nicht klar. Also die Schwester wurde abgeblitzt von diesem Bambi. Nein, die Schwester hat den Bambi abblitzen lassen.